Ja, moin. Also, Fenster kaputt. Dieser Riegel, der hält das Fenster auf. Oder wenn es zu ist, naja, wenn es auf ist, hält das auf in drei Ständern. Jetzt ging das schwergängig. Naja, ist halt Wohnmobiltechnik. Alles ein bisschen einfach gebaut. Ich will gerade das Fenster zumachen, bricht das Ding hier aus. Und der lässt sich gar nicht mehr bewegen. Jetzt mal gucken, ob wir das reparieren können. Ich habe die Kugel und diesen Stift mal gewaschen. Das ist also ein Stift mit einer Metallkugel, verchromt, und eine Feder und eine Halterung. Und die Metallkugel hat hier drei Stände, wo die einrastet in diesem Kunststoffteil. Jetzt ist die Metallkugel nicht mehr ganz verchromt, sondern ein bisschen rostig. Der Chrom ist ab. Also ich habe den mal abgewaschen, dass kein loser Rost mehr drauf ist. Das hier auch abgespült, abgebürstet. Jetzt versuche ich einfach mal, also da müssen natürlich eine neue verchromte rein, um dass es richtig gut wieder geht, dass es nicht so hängen bleibt am Kunststoff. Ich versuche jetzt einfach ein bisschen mit Öl, ich verwende kein WD-40, WD-40 ist mit Kunststoff nicht zu empfehlen. Ich gucke mal einfach mit, ich denke, normalen Öl, das ein bisschen einschmieren und wieder einbauen und hoffen, dass es dann funktioniert. Mit dem Finger ein bisschen das Kunststoff einölen, ich habe da so ein normales Sonnenblumenöl verwendet, weil ich kein Silikonöl habe. Und ich habe so einen kleinen Fussel von der Küchenrolle verwendet als Pinsel, einfach um die Löcher in dem Kunststoff richtig zu ölen und das kleine Bällchen auch mit den Fingern richtig ölen. Dann wieder zusammenstecken, erst den Kunststoff rein, dann die Kugel vorsichtig von der Seite reinschieben, die Feder drauf und mit diesem Clip das Ganze wieder festklippen. Ja, und so einfach ist es repariert. Es geht besser als davor, siehst du ja, man kann es auf und zu machen, in verschiedenen Ständen bleibt stehen, aber es ist nicht wie neu. Also das ist einfach, man merkt halt, es ist halt altes Zeug. Aber es funktioniert wieder. Ja, danke fürs Zuschauen. Gerne Daumen hoch und gerne abonnieren. Freut uns immer, wenn wir sehen, dass dass die Videos gut ankommen und dass sie euch was helfen oder euch inspirieren oder sonst was. Ciao.